Einen wunderschönen guten Abend miteinander. Herzlich willkommen zu meinem Kommentar zum heutigen Sonntag auf Tele Zürich. Zu Gast sind der Alfred Heer, er ist SVP-Nationalrat vom Kanton Zürich. Christa Markwalder ist Berner Nationalrätin von der FDP. Und der John Pult ist SP-Nationalrat vom Kanton Graubünden. Natürlich das Top-Thema wie immer natürlich Corona-Offensive. Also die Impfoffensive besser gesagt, dann das Corona-Gesetz bzw. das Covid-Gesetz, wo wir dann abstimmen, und Sebastian Kurz. Das Letztere werden wir natürlich relativ kurz ansprechen. Aber zuerst einmal das Corona-TV. Das Corona-Impfoffensive, oder? Da teile ich wirklich am Freddy Heer seine Meinung. Er ist ja geimpft, da gibt es immer wieder zu. Es gibt viele SVPler, die geimpft sind. Das ist ja ihr gutes Recht. Aber man soll auch akzeptieren, wenn es Leute gibt, die sich nicht impfen oder nicht impfen können. Und was, ich meine, dass immer mehr Skeptiker hat, da sind sie in Bern selber schuld. Ich meine, wir werden seit der Maskenpflichteinführung vom 6. Juli letztes Jahr im ÖV werden wir systematisch angeschaut. Und der John Pult, ich mag ihn ja als Person gut, ich habe mit ihm auch schon gute Gespräche gehabt, auch unter vier Augen. Und bezüglich der Weihnacht, ja, habt ihr echt das Gefühl, ich meine, letztes Jahr, habt ihr das Gefühl, ich darf mit Einschränkung Weihnachten feiern? Entschuldigung, ich habe letztes Jahr Weihnachten gefeiert, wie wenn nichts wäre. Wir waren vier Haushalte, obwohl zwar nur zwei Haushalte. Ja, haben das Gefühl, ich lasse mir wegen diesen verlogenen Mistsäcken da oben in Bern die Weihnachten vermiesen. Also, jetzt sag mal, wie verblödet haltet ihr uns eigentlich das als Volk draussen, oder? Wenn ihr von der Linken das macht, dann macht doch das. Oder? Ob ihr da wirklich das auch einhaltet, da würde ich gerne mal vorbeischauen, oder? Aber, also, Entschuldigung, Weihnachten. Also, jemand, der sich in Weihnachten einschränken lässt, Entschuldigung, der hat einfach, ich weiß auch nicht, ein Brett vor der Birne. Ja, man kann es wirklich nicht anders sagen, oder? Und ja, eben, und vor allem jetzt ist es wieder interessant, ich habe nämlich heute in den 20 Minuten gesehen, dass jetzt plötzlich wieder nur 60,55% geimpft sind, oder? Letzte Woche hat man dann plötzlich gelesen von 71% und dann vorher von 58%. Also man kommt hin und vorne nicht raus. Und dann möchte ich eigentlich gerade den Vergleich machen mit Österreich. Weil Österreich, unser Nachbarstaat, ist eigentlich das einzige Land in Europa, wo wir wirklich 1:1 können vergleichen. Weil sie haben grundsätzlich fast gleich viele Einwohner. Und sie sind eben, wir sind bei 60,55 und Österreich ist bei 60,88, also 0,33% ein bisschen höher. Aber, haben die gestern gesehen, ich meine, die haben ja wieder Massnahmen und ihr dummes 2G-Regime, oder? Was hat es bis jetzt gebracht? Die haben letztes Jahr über 2000, also gestern, ja, also vom Samstag auf den Sonntag, über 2000 neue Fälle gehabt, oder? Und ich meine, ihr seht ja, was die dort vorwerfen, oder? Die haben ja noch mehr ein Stasi-Regime wie wir in der Schweiz, oder? Hat es bis jetzt etwas gebracht? Oder? Auch die ganze Folterei mit der Maske. Hat es bis jetzt etwas gebracht? Es hat überhaupt nichts gebracht. Gar nichts. Oder? Im Gegenteil. Die Masken haben die Mehrheit der Leute das Immunsystem geschwächt, oder? Und jetzt, wenn ich jetzt gerade noch Tele Zürich Nachrichten geschaut habe, bezüglich der Frau, die als erstes geimpft worden ist, wie sie die dritte Impfung nicht bekommen hat. Also, Leute, wollt ihr euch eigentlich impfen lassen bis zum geht nicht mehr, oder was? Also, ich weiß auch nicht. Also, und da bin ich erstaunt, dass Tele Zürich so einen Beitrag überhaupt noch senden. Wirklich, ich verstehe das einfach nicht. Und eben, wie schon gesagt, und auf dem Land aus, ich meine, bis jetzt, das hat zwar Ausnahmen gegeben, aber die meisten Corona-Infektionen, die Hotspots, sind in den Städten gewesen.
Man muss halt dort mal schauen, was dort schief läuft. Auf dem Land hat man eigentlich relativ wenig. Und auf dem Land braucht man das auch nicht. Wir haben gesunde Luft, wir haben die Umgebung. Es braucht es nicht. Oder? Und wenn natürlich dann gewisse Regierungsmitglieder natürlich sagen, dass die in der Stadt halt ein bisschen gebildeter sind als die Leute auf dem Land, oder? Darum ist die Impfquote in der Stadt höher und auf dem Land tiefer. Ja, dann müssen Sie sich nicht wundern, wenn dann wirklich die Leute sich sagen, Entschuldigung, sonst geht es eigentlich noch gut. Oder? Zum zweiten Thema, Covid-Gesetz. Ich stimme natürlich nein, das ist ganz klar. Weil das ist auch wieder eine ganz klare Lügerei und vor allem eine hinterlästige Art, was die Bundesrat, vor allem der Berset, gemacht hat. Weil ursprünglich, wirklich ganz ursprünglich, hat das Zertifikat nur fürs Reisen sollen gelten. Und dann ist man auf das Ampelsystem gekommen. Grün, orange, rot. Das heisst, im grünen Bereich, wie ÖV, Läden, da braucht es kein Zertifikat, da wird auch nie eins kommen. Im orangen Bereich sind zum Beispiel hätte zum Beispiel gewisse, wie zum Beispiel Restaurant, hätte können ein Zertifikat verlangen. Es war auf freiwilliger Basis gewesen. Und im Bereich Rot war obligatorisch ein Zertifikat gewesen, das heisst Disco, Fußball und alles drum und dran. So. Und da frage ich mich heute immer noch. Ich meine, dass das Zertifikat, das Ampelsystem, ist ja im Juli eingeführt worden. Und ich meine, bis zur Ausweitung hätten ja die Restaurants ja Zeit gehabt, freiwillig ein Zertifikat verlangt. Aber es hat dann keinen Knochen das wollen. Es haben dann alle geschrauen, oder? Und dann hat man es dann ausgeweitet, oder? Und genau das ist eigentlich mein Ziel, oder? Ich meine, mit dem Nein soll das Zertifikat wieder der Mechanismus sein, wo es eigentlich ursprünglich hätte gedacht werden sollen. Und zwar das Zertifikat soll ausschließlich fürs Reisen gelten und sonst für gar nichts. Und daher bin ich nein. Und ich habe viele aus meinem Kreis, die geimpft sind und die auch nein stimmen. Ich habe zwar noch solche, die ja stimmen, da werde ich noch sehr viel Überzeugungskraft leisten und ich hoffe, dass wir wirklich so viel Druck aufbauen können, dass endlich das Zertifikat oder der Green Pass oder was auch immer, das ist ja alles das Gleiche, wirklich nur aufs Reisen beschränkt ist. Und ich finde es einfach eine wahnsinnige Frechheit. Es ist wirklich, was da abläuft. Ich meine, ich habe heute zum Beispiel auch in den 20 Minuten gelesen, bezüglich von der Demonstration in Rapperswil. Da war ein Schweizer Kantonsrat, der wirklich ja, von Genozid berichtet hat und von wirklich auch wieder einen jüdischen Vergleich gemacht hat. Habe ich übrigens auch schon gemacht. Ich meine, man macht genau das Gleiche, was man damals mit den Juden gemacht hat. Man tut heute quasi die Ungeimpften dermassen aus der Gesellschaft verdrängen und isolieren, was man damals mit den Juden gemacht hat. Weil die Juden haben, oder zum Beispiel auf Amerika eben, oder? Ich meine, wo damals noch die Apartheid war, oder? Ich meine, es hat separate Eingänge für Schwarze und Weiße. Es war alles dran gewesen, oder? Und genau das Gleiche machen wir jetzt auch durch mit dem Zertifikat, vor allem für die Gastronomie, oder? Und ich finde es einfach unglaublich, von der Linken natürlich, oder? Mit dem ganzen Zertifikat, ich meine, die Politik, also vor allem die Taskforce und BAG, die sind absolut wirtschaftsfeindlich. Ich meine, jedes Mal muss das Restaurant oder Gastronomie, besser gesagt, muss den Kopf herheben, oder? Für etwas, wo sie gar nicht dafür können. Und ich meine, es war ja erwiesen gewesen, dass der letzte Anstieg ausschließlich durch Rückreisende aus dem Balkan passiert ist, oder? Aber man tut, dass man das stattdessen tut, verschärfen, was viel, viel, viel später gekommen ist, oder? Tut man die Gastronomie quasi dann wieder, wie sagt man, bestrafen.
Und das mit dem Sebastian Kurz, das war das dritte Thema. Ich bin einer, wahrscheinlich der einzige Schweizer, gehen wir davon aus, der auch bei der ÖVP dabei ist und bei der FPÖ. Dort bin ich Mitglied. Und ich habe damals wirklich den Sebastian Kurz eigentlich wirklich, ich habe mit ihm, also bevor er Bundeskanzler war, habe ich mit ihm sehr guten Kontakt gehabt. Und ja, und dann ist er Bundeskanzler. Ich bin eigentlich relativ wirklich erfreut und dachte, so endlich einmal ein Junge, der so etwas erreicht hat. Aber was dann schlussendlich mit der Corona, seit ganzen Pandemie passiert, was der, die Politik, die sie beschlossen haben, ich finde, das ist noch schlimmer als in der Schweiz, aber es ist genauso schlimm. Ich finde, dort werden die Leute noch mehr isoliert. Man wird wirklich, also dort ist wirklich, der Vergleich mit den Juden ist im Österreich einen nämlich noch grösser. Oder? Und ja, ich finde es schade, dass es so weit gekommen ist. Aber es zeigt wieder mal mehr, dass es auch Junge gibt, die einfach nicht fähig sind, ein Land zu regieren. Ich meine, ich mag mich noch daran erinnern, als Matteo Renzi Ministerpräsident war von Italien. Ich habe wirklich gedacht, so, auch wieder mal ein Junge, auch der hat damals in meiner Meinung komplett versagt, leider. Ist sowieso in der falschen Partei gewesen, oder? Und wenn wir noch weit zurückschauen, Alexis Tsipras, das ist der Präsident von Griechenland. Am Anfang hat er mir wirklich sehr gut gefallen, weil die EU es richtig auf Trab gehalten hat. Oder? Aber danach ist er dann immer wieder eingeknickt und schlussendlich habe ich wirklich sagen, er ist zwar heute noch da, aber ich muss sagen, er hat auch enttäuscht. Und ich muss wirklich sagen, es gibt, bis jetzt hat es noch keinen einzigen jungen Politiker eigentlich fertiggebracht, dauerhaft in der Politik zu bleiben, wo ich muss sagen, wow, da bin ich jetzt wirklich sehr überrascht, dass ein Junge einmal wirklich so viel erreicht hat. Aber eben, ja, es ist schade, dass es so weit gekommen ist und ich hoffe, es gibt wieder ein bisschen mehr Aufwind für die FPÖ und ich hoffe, dass die wieder mächtig zulegen. Ja, Leute, so, es ist 5 ab 9 Uhr Abend. Ich wünsche euch einen ganz schönen Sonntag, morgen einen guten Start in die neue Woche und bis zum nächsten Mal wieder, wo es wieder zu Corona-TV heisst. Und heute war es, Kommentar zum Sonntag, noch das Datum von heute vom, genau, 17. Oktober. Ich wünsche euch eine ganz gute Nacht, schlafen gut.